Elisabeth Louise Vigée Lebrun, 1755 bis 1842. Das Alpirtenfest in Unspunnen am 17. August 1808, 1808, 1809. Im August 1805 wurde auf Anordnung der Berner Regierung das erste Unspunnenfest in Wilderswil bei Interlaken durchgeführt. Unser Bild zeigt das zweite Unspunnenfest vom 17. August 1808. Das Ziel des Festes wurde im Programm folgendermaßen umschrieben: Vereinigung der verschiedenen Volksklassen aller Kantone, nähere Verbindung unter ihnen, Beförderung der Eintracht, Zurückführung der alten Spiele, Sitten und Gebräuche und Veredelung des Gesangs unter dem Landvolke. Das Fest sollte des Weiteren dazu dienen, fremden Gästen ein möglichst ungetrübtes Bild der Eidgenossenschaft zu vermitteln, denn die Kriege in der Folge der Französischen Revolution hatten den zuvor aufgekommenen Alpentourismus bereits wieder zum Erliegen gebracht. Die französische Künstlerin Elisabeth Louise Vigée Lebrun besuchte das Fest im Berner Oberland zusammen mit der Dichterin Madame de Staël, die in der Mitte des Bildes Arm in Arm mit einem vornehm gekleideten Herrn zu sehen ist. Die Malerin selbst hat sich skizzierend im Vordergrund dargestellt. Im Zentrum des Bildes messen sich Männer im Ringen und Steinstoßen. Auf einer kleinen Anhöhe wird Alphorn geblasen. Im Vordergrund rechts werden an einem Tisch Reden gehalten, während links im Schatten eine kleine Kapelle zum Tanz aufspielt. Elisabeth Louise Vigée Lebrun hat für das Bild nicht nur ihre vor Ort entstandenen Skizzen verwendet. Einige Personen im Vordergrund hat sie der Reihe der Trachtenbilder des Berner Malers Franz Niklaus König entnommen. Der Künstler war selbst an der Organisation des Festes beteiligt und hat Vigée Lebrun während ihres Besuchs in seinem Haus beherbergt. Die Landschaft hat Vigée Lebrun vermutlich später in Paris aus der Erinnerung gemalt. Sie stimmt nur wenig mit dem wirklichen Ort überein. Elisabeth Louise Vigée Lebrun wird als Tochter eines Porträtmalers in Paris geboren und fällt bereits früh durch ihr Talent und ihre Schönheit auf. Sie war selbst vorwiegend als Porträtmalerin in Paris und an verschiedenen Fürstenhöfen Europas tätig. Das hier dargestellte Unspunnenfest findet bis heute in unregelmäßigen Abständen statt und gilt als einer der wichtigsten Anlässe schweizerischer Tradition und Folklore. Besuchen Sie das Kunstmuseum Bern und sehen Sie die Werke im Original. Und laden Sie unsere Gratis-App Museen Bern aus dem App Store herunter.